Hallo zusammen und willkommen zurück zum Kanal. Bereite dich auf jeden Fall auf die herzzerreißende Geschichte vor, die wir heute für dich haben, denn sonst könntest du noch tagelang weinen. Es gibt nichts Wertvolleres, als ein glückliches Tier zu sehen. Und das vor allem nach Jahren des Missbrauchs und der Vernachlässigung. Genau das ist die Situation, in der sich ein freundlicher Elefant nach 50 Jahren wiederfand. Es ist eine phänomenale Geschichte, die dich sicher bewegen wird. Aber bevor wir dazu kommen, haben wir eine andere erstaunliche Geschichte zu erzählen. Diese mag einigen von euch bereits bekannt sein, aber sie ist so besonders, dass sie es wert ist, öfter erzählt zu werden. So verrückt es für uns heute auch sein mag, in den 60er Jahren war es nicht ungewöhnlich, dass Menschen einige wirklich exotische Haustiere hatten. In London war das Kaufhaus Harrods dafür bekannt, Großkatzen, Elefanten und sogar Kamele zu verkaufen. Während dies heutzutage natürlich undenkbar ist, war die Gesellschaft zu dieser Zeit noch nicht darüber aufgeklärt, wie falsch es ist, ein solches Tier als Haustier zu halten. So kam es dazu, dass Randall und Burke einen Löwen namens Christian dort kauften und ihn mit nach Hause nahmen. Obwohl sie nicht genau wussten, was es bedeutet, einen Löwen aufzuziehen, liebten sie das Tier wirklich und gaben ihm das bestmögliche Leben. Er bekam einen eigenen Wohnbereich im Keller ihres Möbelhauses und sie sorgten für regelmäßiges Training. Sie nahmen ihn sogar mit an den Strand. Es ist ziemlich lustig, wenn man darüber nachdenkt. Stell dir vor, du gehst in Großbritannien ins Wasser und siehst dann plötzlich einen Löwen auf dich zukommen. Nach ein paar Jahren wurde den beiden Männern jedoch klar, dass ihre Wohnsituation den Bedürfnissen des Löwen nicht angemessen war. Er wuchs nicht nur zu einem großen und prächtigen Erwachsenen heran, auch die Kosten für seine Ernährung wurden astronomisch. Wenn du jemals eine Naturdokumentation gesehen hast, hast du wahrscheinlich die Größe der Tiere gesehen, die Löwen erlegen. Sicher kannst du dir vorstellen, wie hoch die wöchentliche Rechnung beim Metzger sein musste. Kurz nachdem Randall und Burke anfangen, Christians Haltung in Frage zu stellen, trafen sie ein Paar, das sie in einem Film über die wahre Geschichte eines verwaisten Löwen gesehen hatten, der von George Adamson und seiner Frau Joy bis zum Erwachsenenalter aufgezogen und dann ausgewildert wurde. Das Paar überzeugte Randall und Burke, sich mit den aktiven Naturschützern George und Joy in Verbindung zu setzen. Nachdem sich die vier getroffen hatten, beschlossen sie, dass George und Joy Christian wieder in seinen richtigen Lebensraum, in die Wildnis Kenias, bringen sollten. Die Adamsons hatten versucht, ein Rudel mit Christian und zwei anderen Löwen zu gründen, aber einer von ihnen wurde von Krokodilen tödlich verletzt und der andere Löwe musste beim Angriff auf einen Mitarbeiter des Reservats leider getötet werden. Christian überlebte und nach einigen Monaten war er bereit, ausgewildert zu werden. Nach Christians Auswilderung reisten seine ursprünglichen Besitzer nach Kenia, um ihn in seiner natürlichen Umgebung zu sehen. Obwohl die Männer wussten, dass Christian sich vielleicht nicht an sie erinnern würde, hatten Randall und Burke immer noch eine große Zuneigung zu ihrem ehemaligen Haustier und wollten sehen, ob er sie wiedererkennen würde. Als sie ihn fanden, waren sie überglücklich, denn er war in Gesellschaft von zwei Löwinnen und einem Löwenbaby. In einem mittlerweile weltberühmten Clip sieht man, wie Christian sich den Männern zunächst langsam nähert und dann springt er mit einem Ausdruck des Erkennens freudig in ihre Arme, reibt sich spielerisch an ihren Gesichtern und umarmt sie. Das Video ist eine der berührendsten Aufnahmen einer Tier-Mensch-Verbindung und wurde viele Millionen Mal angesehen. Christian wurde zum Anführer seines eigenen Rudels und zog viele Jungtiere auf. Er wuchs weiter und bekam eine prächtige Mähne. Randall und Burke vergaßen ihn nie und kehrten einige Jahre später noch einmal zurück. Seit Christian in die Wildnis zurückgekehrt ist, gab es eine Menge Publicity rund um die Geschichte. Es wurden darüber Artikel und Bücher geschrieben und sogar ein Dokumentarfilm gedreht. Auch wenn nicht bekannt ist, wo genau Christian gelandet ist, ist jedoch sicher, dass er den Rest seiner Tage dort verbringen durfte, wo er hingehört, in der Wildnis, umgeben von seinem Rudel. Es ist immer schön, wenn die Geschichte eines gefangenen Tieres in Freiheit endet, oder?
Nun, die Geschichte von Raju endet nicht genau so, aber sie ist ein bisschen ergreifender, weil sie so schrecklich beginnt. Bleib dran, denn ich verspreche, dass es ein Happy End für den Elefanten gibt. Raju wurde vor fast 60 Jahren irgendwo in Indien geboren. Obwohl seine Herkunft nicht mit absoluter Sicherheit bekannt ist, ist es wahrscheinlich, dass er seine ersten Tage in seinem natürlichen Lebensraum, umgeben von seiner Familie, verbrachte. Elefanten sind sehr soziale Tiere, die gemeinsam in einer Herde wandern. Sie sind sehr beschützend und liebevoll zu ihren Artgenossen. Doch das Leben mit seiner Familie war nicht das, was das Schicksal für Raju bereithielt. Es wartete etwas viel Grausameres auf ihn. Es dauerte nicht lange, bis Raju entführt wurde und zu einem Leben mit Elefantenrittern auf Jahrmärkten gezwungen wurde. Während die Verwendung jedes Tieres zur Unterhaltung als grausam angesehen werden kann, war Rajus Gefangenschaft besonders hart. Er war ständig gefesselt mit scharfen Stacheln, die sich bei jedem Schritt in seine Beine bohrten. Außerdem wurde er ständig ausgepeitscht, damit er Befehle befolgte. Er bekam nur wenig Nahrung, sodass er unterernährt und schwach war. Selbst ein paar Tage dieser Behandlung sind unvorstellbar grausam für jedes Lebewesen. Aber der arme Raju ertrug dieses Leben lange 50 Jahre, fast die gesamte Lebensspanne eines Elefanten. Für Raju sah es sehr düster aus und vermutlich hatte er jegliches Vertrauen in Menschen verloren. Er war den Stößen von Fremden ausgesetzt, die ihn reiten oder Fotos machen wollten, und wurde ständig zu neuen Besitzern gebracht. In den 50 Jahren, in denen Raju als Geldquelle benutzt wurde, gehörte er fast 30 verschiedenen Menschen, die ihn alle kalt, respektlos und brutal behandelten. Ein besseres Leben schien unerreichbar. Doch dann geschah das Außergewöhnliche. Die Nachricht von Rajus Notlage gelangte zu Wildlife SOS, einer Tierrettungsorganisation in Indien. Schon bald waren Menschen auf der ganzen Welt tätig, um Raju in Sicherheit zu bringen. Seine Rettung war eine gewagte Aktion, die mitten in der Nacht am 4. Juli 2014 stattfand. Mehrere Menschen rückten an, um den Elefanten von seinen Ketten zu befreien und ihn in ein neues Leben zu führen. Schon bald begann Raju seinem neuen Leben als freier Elefant entgegenzulaufen. Dieser rührende Moment wurde in einem Film festgehalten. Heute führt Raju ein friedliches Leben voller Liebe und Streicheleinheiten bei Wildlife SOS. Er hat immer noch viele Wunden aus seiner Vergangenheit, aber jetzt bekommt er beruhigende Bäder und Behandlungen, um seine Schmerzen zu lindern. Raju kann auch sein normales Elefantenverhalten ausleben. Er nimmt Schlammbäder und genießt viele Leckerbissen wie Datteln und Zuckerrohr. Einer seiner Lieblingssnacks ist Wassermelone, die ihm sein Pfleger regelmäßig gibt. Da Raju den größten Teil seines Lebens in Gefangenschaft verbracht hat, kann er nicht in die Wildnis entlassen werden, da er weder die Fähigkeiten zum Überleben hätte, noch eine Herde, der er sich anschließen könnte. Jetzt sind alle seine Interaktionen mit Menschen liebevoll und freundlich. Es gibt keine Peitschen mehr in Rajus Leben und auch keine Ketten. Auch wenn Raju vielleicht nicht mehr lange leben wird, so hat er doch wenigstens noch einige Jahre in einem liebevollen Zuhause. Rajus Geschichte ist eine Erinnerung daran, sich zu informieren, wo exotische Tiere gehalten werden, bevor man sie besucht. Es kann sehr verlockend sein, eine solch prächtige Kreatur aus der Nähe zu sehen, aber denkt daran, dass diese Tiere für ein Leben in der freien Wildbahn und nicht in Käfigen geschaffen wurden. Daher ist es immer gut, zweimal nachzudenken, bevor man einen Zirkus oder einen Zoo besucht. Nichts kann eine gute Tierrettungsgeschichte übertreffen, richtig? Obwohl es noch schöner wäre, wenn Tiere gar nicht erst gerettet werden müssten, ist es gut, dass es so viele gute Menschen gibt, die sich um unsere pelzigen, gefiederten, schuppigen und ledernen Freunde kümmern, wenn es nötig ist. Und das geschieht auf so vielen Ebenen. Deshalb gibt es so viele Hunderettungsaktionen auf der Welt. So viele Tiere brauchen ein liebevolles Zuhause. Hast du schon einmal mit einer Tierrettungsorganisation zusammengearbeitet oder ein Tier in Not in dein Zuhause geholt?
Erzähl uns deine Tierrettungsgeschichte. Es ist immer schön, solche Geschichten zu hören. Und seien wir ehrlich, wir alle brauchen heutzutage ein bisschen mehr Liebe in der Welt. Wenn du also ein Haustier hast, gib ihm bitte einen Kuss von uns allen. Und damit sehen wir dich beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen.